Liebe Freunde von Einfach Klettern, wir sind in der Climbing Factory in Nürnberg. Ich habe mit dabei Annika und Martin. Martin ist Eigentümer der Climbing Factory und heute unser Riss-Experte. Wir werden uns anschauen, wie piatze ich in einem Riss, wie geht der Faustklemmer, was mache ich, wenn der Riss schmaler wird, vielleicht auch noch so schmal, dass nur noch meine Finger reinpassen. Wir zeigen euch alle Techniken, die für Anfänger und auch Fortgeschrittene geeignet sind, um danach erfolgreich Rissklettern gehen zu können. Einfach Klettern wird präsentiert von Scarpa und Edelrit. Hier in der Ecke haben wir einen Riss. Also einen Riss nochmal vielleicht so kurz zur Erklärung, sagen die Kletterer ja zu allem, was ein Spalt ist quasi. Den findet man relativ häufig in Verschneidungen, also in so Ecken drin. Und in Verschneidungen kann ich ja Kraft sparen, indem ich eben dieses Spreizen und Stützen mache, also breit stehen und eben dann beide Wände mitnehmen. Genau, beide Wände mitnehmen, außen stehen, damit ich eben stabil stehe. Und wenn ich in dieser Verschneidung einen Riss habe, dann kann ich den noch mitnehmen, um mich zum einen zusätzlich zu stabilisieren. Also es wird ja gerne mal so ein bisschen kippelig in so einer Verschneidung drin. Dann kann ich mich hier schon mal ein bisschen festhalten. Und ich kann dieses Stützen unterstützen, indem ich mich noch in diesem Riss festhalte und dann eben den Körper noch ein bisschen übers Standbein ziehe, während ich stütze. Und dann wird das Ganze relativ stabil und noch ein bisschen kraftsparender, als wenn ich nur eigentlich eine Hand habe, die andere nicht viel tun kann, um den Fuß zu entlasten und um den höher zu setzen. Also der Riss stabilisiert nicht nur, sondern der hilft eben auch beim Vorwärtskommen. Verschneidungsklettern ohne die anderen Griffe kennt man unter dem Namen Piatzen, die Technik. Das ist eine Gegendrucktechnik, also ich halte jetzt den Riss und wie man das zum Beispiel von Slopern oder so kennt, das ist halt wichtig, wie die Belastungsrichtung ist. Also hier möchte ich in diese Richtung belasten, in die entgegengesetzte. Und um das machen zu können, muss ich eben hier mit den Füßen so viel Druck aufbauen, dass ich mich hier rausdrücke. Ja. Mach das nochmal vor. Und was man, glaube ich, schon sieht, ist, dass ich relativ nah am Riss stehe. Vor allem der jetzt rechte Fuß steht super nah in der Ecke. Wenn ich weiter außen stehe, dann würde ich mich hier zwar gegen diese Wand drücken, ja, aber dann kann ich mich nicht gut hochbewegen. Deswegen stehe ich ziemlich nah in dieser Ecke. Und was man auch sieht, ist, wenn ich nur auf Reibung stehe, muss ich mich stärker wegdrücken, den Körperschwerpunkt weiter hinten haben. Wenn ich einen Tritt habe, so wie jetzt rechts, dann ist es für mich angenehmer, den Körperschwerpunkt über den Tritt auch zu bringen, weil ich mich nicht mehr so weit wegdrücken muss. Gibt es so eine Art Sweet Spot, die perfekte Mischung aus Kraft und stabil stehen? So? Die muss man halt für sich finden, einfach genau, diesen Sweet Spot. Also wenn du hoch antreten sagst, ja, dann machst du so ein C aus deinem Körper quasi. Also dann rücken die Füße näher, genau, an die Hände. Genau, genau. Und wenn du einen Tritt hast, dann machst du dich lang und dann sieht es auch ein bisschen mehr nach normalem Bandklettern aus, oder? Genau, ja. Ist da ja auch näher dran. Und ansonsten, wenn ich so niedrig anstehen würde, ja, ja, der hält sogar noch. Aber wenn ich mich dann weiter nach oben bewege, irgendwann habe ich dann zu wenig Druck auf dem Fuß. Scheiße, ist der Schuh gut, der hält. Der Schuh hält zu gut. Ja. Die Scarpa-Schuhe halten einfach zu gut. Er schafft es nicht wegzurutschen. Aber vielleicht kriegen ja Annika oder ich das hin. Beim Piazzen rauszufallen. Was ich gerade auch noch mache, ist, ich reibe so ein bisschen schon auf der rechten Seite auch mit. Also ich stehe nicht nur auf Reibung gegen die Wand, sondern ich habe den Fuß so nah, dass ich eigentlich wie fast mit einem Toehook da so einen Klemmer drin habe. Wenn man mir zugeschaut hat, die Arme, ja, sind meistens relativ lang, genau, und erst wenn ich mich bewege, winde ich mich so ein bisschen eigentlich mehr mit der Schulter und dem Körper, als wirklich mit durch Arm anwinkeln, ja, um eben Höhe zu gewinnen und die nächste Hand platzieren zu können. Also man probiert den T-Rex-Effekt probiert man zu vermeiden. Tunlichst, sonst ist der Bizeps platt. Wahrscheinlich ist es auch eher eine Körperspannungssache, oder? Weil man ja irgendwie
die ganze Zeit ziehen und gleichzeitig drücken muss. Also das ist ja ein bisschen wie Planken oder so. Ja, also diesen Körperbogen oder diesen Spannungsbogen, den man eigentlich zwischen Händen über den Körper auf die Tritte, das macht es auch so anstrengend. Traust du dir gleich die Tritte wegzulassen und nur Reibung zu stehen? Ich also kommt auch ein bisschen darauf an, ob Arme und Schultern schon warm sind. Oh Gott. Ja, klingt schon mal angestrengter. Oh je. Ich glaube, du tust dir einen Ticken leichter, wenn der linke Fuß wirklich auch auf Gegendruck geht. Oder schubbert dann die Hüfte zu stark an der Wand rechts? Auf jeden Fall drückt es mehr nach rechts. Ja, du hast. Aber. Das, was dich da nicht wegdrückt, das stimmt. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr nah beieinander mit den Füßen. Aha. An den Händen. Okay. Anstrengend? Ja. In den Schultern. Schultern? So der ganze Schultergürtel eigentlich. Also so richtig am langen Arm kann ich eigentlich nur bleiben, wenn ich ziemlich nah beieinander bin. Also für mich war es jetzt schon so, dass wenn ich versuche, den Abstand zu maximieren, dass ich dann hier ein bisschen ins Blockieren gegangen bin. Also jetzt nicht mega angezogen habe, aber es war immer so leicht angezogen. Bereit für eine schwierigere Stufe des Piazzens? Wir haben noch fertig. Wir haben noch jetzt ohne Tritte gepiazzt. Was kommt jetzt? Jetzt machen wir den Henkel halt noch ein bisschen schlechter, oder? Würde ich sagen. Wie denn? Und wir gehen zum anderen Riss. Okay. Es gibt noch einen Riss, der schlechter ist. Sehr gut. Also wir haben jetzt den Riss gewechselt. Wir sind an einem der anderen drei verbliebenen Risse in der Climbing Factory. Hier habe ich nur noch einen rechten Winkel. Das heißt, ich kann nicht mehr so schön dahinter greifen. Habe keinen Henkel mehr. Auch das hier kann ich piazzen tatsächlich. Also beides ist schlechter geworden. Sowohl das, was man für die Hände zur Verfügung hat, als auch das, was die Füße treten können. Genau. Die Fläche sieht jetzt vielleicht kleiner aus, aber dadurch, dass der Riss breiter ist, komme ich auch tiefer rein. Und man hat ja vorhin schon gesehen, dass ich so ein bisschen immer versuche, hier mitzureiben mit dem Fuß. Und jetzt komme ich noch tiefer rein. Das heißt, das wird sich gar nicht so dramatisch schlechter anfühlen für mich, aber die Hände schon. Sieht aber eigentlich ganz entspannt bei dir aus. Ich wollte gerade sagen, es sieht noch unverschämt einfacher aus dafür, wie... Oh. Ich befürchte, dass es das sich sicher ist anstrengender als das Klettern. Okay, wir machen einen Timer rein. Und guck mal, also ich habe hier mehr zu tun hier unten als Martin da oben anscheinend. Naja, es hat ja einen Grund, dass er es uns erklärt und nicht umgekehrt. Alles klar, jetzt wird gepiazzt. Und du hast recht, der erste Schritt fühlt sich komisch an. Oh, sehr gut. Ihr seid beide auch, oder wir sind alle über diesem orangenen Tritt schon angestanden, also da ist schon ordentlich Gegendruck da. Also ich finde es definitiv anstrengender als der andere. Aber ich probiere mich mal ein bisschen zu entspannen, ich stehe total unter Strom. Genau, auch hier gilt wieder so niedrig stehen, wie du kannst. Ach guck mal, wenn ich jetzt höher stehe, ist es... Ja, Grenze ist da. Genau. Aber wird leichter, oder? Ja. Sehr gut. Ich gebe zu viel rein. Ist ja wie beim Griff, den man zu fest festhält. Ich ziehe zu fest am Riss, ich drücke zu fest mit den Füßen. Ja. Ich habe irgendwann alles so um 20% runtergefahren und es hat trotzdem noch gehalten. Ich könnte wahrscheinlich nochmal 20% runterfahren. Also 60 würden eigentlich reichen von dem, was ich gerade reingebe. Ja, es geht schon, aber man hat ja keine Pause, ne? Man ist ja ständig in der Bewegung drin. Genau. Also auch wenn man eine Pause machen möchte, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen eine gute Position gerade suchen und kurz durchschnaufen, aber man kommt nicht wirklich raus. Also Rastposition ist, so wie von dir vorhin angesprochen, dass der Fuß ein bisschen klemmt. Jetzt bin ich gerade noch mit den Händen ein bisschen hoch, um eben ein gutes Verhältnis zu haben. Und vor allem ist es langer Arm. Also ich bewege mich dann einfach nicht, sondern ich schaue, dass der Arm lang ist, dass ich vielleicht auch den Oberkörper mal ein bisschen nach hinten nehmen kann.
Weil wenn ich kletter, dann muss der immer hier weiter vorne sein und immer arbeiten. Und ich bin dann eben in Bewegung. Also eine Rastposition sieht so aus, langer Arm und eben Optimum oder möglichst nah mit der Hüfte über den dritten, so wie es halt geht. Also Piazzen funktioniert, man kann ziemlich viele Risse piazzen, auch den hier. Aber es bleibt relativ anstrengend. Wenn man die Technik beherrscht, ist es gerade bei so einem Riss tatsächlich kraftsparender, wenn man klemmen kann. Klemmen ist eine ziemlich eigene Welt, die aber, wenn man sie geübt hat und die Muskulatur mal hat, dann ist es wirklich, wirklich kraftsparender als das Piazzen. Wenn ich die Klemmtechnik nicht gut kann, zum Beispiel, weil es irgendwie eine unangenehme Größe für mich ist oder ich in dieser Breite irgendwie keine gute Technik finde, dann kann ich immer umsteigen aufs Piazzen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, also wenn der Riss sehr eng ist, wie jetzt dieses Ding hier vor mir so eingestellt ist, das ist für Fingerklemmer. Fingerklemmer funktionieren so, dass die Gelenke, die Fingergelenke üblicherweise hier schmaler sind und so rum breiter sind. Ich stecke die Finger senkrecht rein und verdrehe die dann so, dass die Gelenke, dadurch, dass sie eben breiter sind, auf der rechten und linken Seite klemmen und erzeuge so Zug. Ja? So kann ich mich festhalten. Ja, das klingt so, als wollen meine Finger das auf jeden Fall machen. Das Lustige ist, deine Finger haben da jetzt fast, also dein hat fast nicht reingepasst, ja. Aber meine kann ich so reinstecken. Genau. Ja, das heißt, für dich ist es eigentlich noch zu breit für Fingerklemmer. Und das ist auch so ein Grundsatz, beziehungsweise was man vielleicht im Kopf behalten sollte, wenn man diese ganzen Risstechniken sieht. Die gleiche Breite kann verschiedene Techniken abverlangen, je nach Fingerdicke. Und deine Finger, würde ich sagen, die sind einfach zu dick für, zu dünn für diese Technik. Das sind 4. Das heißt, das, was sich für mich so anfühlt. Ah ja. Wenn den kleinen würde ich noch mitnehmen. Wenn ein kleiner Finger unten ist, dann würde ich den reinstecken. Jetzt. Und dann drehen. Jetzt fühlt sich das an, als ob das auch okay. Genau. Ich meine, fühlt sich jetzt nicht unbedingt super angenehm an. Aber ist mal von der Breite vergleichbar. Aber es fühlt sich so an, als ob es hält. Ja. Genau. Ja, das hält. Ein bisschen breiter eingestellt. Das ist jetzt so. Auch wieder eine neue Technik. Diese Breite, beziehungsweise die Technik für die Breite, nennt sich Ring Lock. Und zwar lege ich den Daumen auf die eine Seite vom Riss und nutze quasi den Daumen, um zwischen Daumen und der anderen Kante den Riss so schmal zu machen, dass es wieder ein Fingerklemmer ist. Wichtig ist vor allem dieser Zeigefinger. Der drückt dann mit der Seite gegen die eine Seite vom Riss, der Daumen gegen die andere Seite. Die anderen drücken noch so ein bisschen mit. Und dann kann ich eben Druck aufbauen zwischen Daumen, Zeigefinger und so ein bisschen Mittelfinger, Ringfinger. Wenn du die Technik kannst, mach sie hier und zieh es mir weg. Also ich nicht mit Zange, auch mit Ringlock. Ach so! Ja, schon. Okay, jetzt. Das ist schon ganz lustig eigentlich. Aber du hast jetzt natürlich den Vorteil, dass es auf deine Größe eingestellt ist. Sonst, exakt. Sonst wäre das ganz anders ausgegangen. Die Ausrede nehme ich dir. Okay. Jawohl! Cool. Ey, aber Ringlock klappt. Ringlock klappt richtig gut. Cool. Also das fühlt sich wie ein Henkel an. Sehr gut. Ja. Die nächste Breite nennt sich Thin Hands, also dünne Hände. Und bei Thin Hands, das ist zur Vorbereitung für den Handriss, stecke ich eben meine Hand so tief wie möglich in den Riss rein und baue Druck auf zwischen den Fingerkuppen, die gegen die eine Rissseite drücken, dem Handrücken, der gegen die andere Seite drückt und eben so viel von meiner Handfläche, wie ich in den Riss bekomme. Und für Handrisse muss man sich umstellen, weil alle anderen Grifftechniken funktionieren so, dass ich die Finger krümme. Bei Handklemmern lasse ich die Finger gerade und baue so Druck auf. Also anstrengender wahrscheinlich. Weil man kann tatsächlich dann Handmuckis sozusagen. Ja, es gibt wirklich dieses Gefühl, dass die Handmuskeln platt sind und man deswegen aus einem Riss fällt, weil diese Anspannung man einfach nicht mehr hinbekommt. Genau. Also Hand tief reinstecken, Druck aufbauen zwischen Fingerspitzen, Handrücken und Handfläche, so gut ich sie eben reinbekomme. Funktioniert genauso auch andersrum, wenn ich den Daumen zuerst rein tue. Das mache ich tatsächlich bei Thin Hands sehr gerne.
weil ich dann hier die Handmuskeln anspannen kann. Also ich führe Daumen zuerst rein, spanne dann diesen Muskel an und das klemmt bei mir besser als so. Okay, ich gehe so tief rein, wie ich kann. Du musst jetzt ein bisschen den Winkel machen, sonst kommst du hinten raus. Achso, so meinst du? Genau. Der Daumen ist auch rein. Drin, ne? Ja, kann noch mitdrücken. Der drückt sogar ziemlich viel. Genau. Kann ich es dir wieder ein bisschen wegziehen. Ja, da willst du schon ein bisschen drehen. Gut. Genau. Jetzt probieren wir nochmal Daumen zuerst rein. Finger gestreckt lassen. Druck aufbauen. Und ich zieh's dir wieder ein bisschen weg. Gut. Finde ich anstrengender. Finde ich anstrengender als das, als was wir vorher hatten. Mhm. Genau. Du kommst schon ziemlich tief rein mit der Handfläche. Dann Finger gestreckt lassen. Und jetzt wollte man so Wasser in der Hand halten. Genau. Ja. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die Bretter sich ein bisschen bewegen, ja. Aber so grundsätzlich glaube ich. Ah ja. Nochmal drehen, Daumen zuerst. Genau. Ja. Sehr gut. Das hält. Wir kommen zu meiner Lieblingsgröße, den Handrissen. Also wenn der Riss so breit ist, dass ich, egal wie rum gedreht, die komplette Hand in diesen Riss versenken kann, bis zum Handgelenk. Und dann kann ich eben auch wieder, indem ich den Daumen nach innen lege und eben diese Muskulatur anspanne, kann ich eben die Breite erzeugen. Und das finde ich insofern ganz angenehm, weil es wirklich für mich rein muskulär ist. Ich drehe da nichts, ich klemme da eigentlich auch nichts, sondern ich führe die Hand unangespannt rein, spanne dann die Muskeln an und solange ich die Spannung aufrechterhalten kann, hält die Hand. Okay, das heißt deswegen quasi die Muskulatur hier im Handball. Genau. Und wenn ich die anspanne, wird es dicker. Richtig. Für die flache Hand rein, spann die an, kann den Daumen noch reinlegen, dann ist es okay. Genau. Quasi so und so. Ah, dann wird es noch dicker. Okay. Diese Finger wieder gestreckt auf die andere Seite bringen und dann so kann ich das auch verstellen. Je mehr ich den Daumen reindrücke, desto fleischiger wird es hier an der Stelle. Genau. Das hilft am Anfang, den Daumen reinzulegen, um. Machst du manchmal dann so hier so ein Seil mit Gewicht dran und trainierst? Nein. Also. Mir macht so isoliertes Training keinen Spaß. Ich gehe dann an den Riss und klappe den Riss. Eins und zwei und drei. Ich glaube, wir anfangen zu ziehen. Das hält bombastisch. Ja, da können wir. Da könnte jetzt ein Pitbull dran auf der anderen Seite ziehen und ich könnte das festhalten. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir hier für unsere Hände die perfekte Breite herstellen. Klar. Ja. Weil das hält jetzt bombastisch gerade. Ja. Scheiße, das hält richtig gut. Also die Bretter aufeinander halten nicht ganz so gut, aber der Klemmer hält übel gut. Irgendwann, so ungefähr ab der Breite, da kann ich das noch machen. Sehr offen. Oh, das hält aber noch gut. Ich bemühe mich auch. Wow, okay. Aber was da dann kraftsparender ist, ist die Hand quer zu nehmen und reinzulegen und dann auch wieder Daumen rein, die Faust ballen. Und auch da kann ich eben wieder aussuchen, ob ich den Handrücken anschauen will oder die Handfläche. Geht beides. Und dann eben durch Anspannen und vor allem nach innen krümmen des Daumens. Sag mal. Okay. Hält. Wollt ihr auch? Genau. Also es geht, aber ich merke, dass... Nee, es ist okay. Ist okay. Doch, also es hält. Von der Breite ja. Ohne. Mhm. Ja, klar würde es einen Tick besser halten, wenn jetzt nochmal so ein Plättchen drin wäre. Mal aus. Aber das hält auch schon gut. Also du kannst ja mal vernünftig ziehen und gucken, was passiert. Vernünftig? Ja, ich rutsche jetzt langsam aus. Ja. Faust, genau. Marc vermisst schon mal seine Faust. 8,4. Ja, jetzt. Jetzt. There we go. Jetzt fühlt sich das nach was an. Ja. Sehr gut. Ja, da kann ich die Annika durch die Landschaft ziehen. Sehr gut. Was wir noch nicht hatten, ist die Tritttechnik. Also wie stehe ich in den Riss? Jetzt davon ausgehend, dass ich eben außerhalb vom Riss tatsächlich wenig oder nur sehr schlechte Tritte habe.
Und das funktioniert folgendermaßen. Ich drehe das Knie nach außen, stecke dann den Fuß so tief rein, wie ich hinbekomme und drehe dann das Knie zurück und bringe dann Druck drauf. Sieht gar nicht schmerzhaft aus. Das ist vor allem Handriss über lange Strecken. Und Handriss, haben wir vorhin ja gesehen, drückt zum einen Handballen und Fingerkuppen. Da ist die Haut einigermaßen robust. Weniger robust ist er auf dem Handrücken. Mhm. Ja. Und um den Handrücken und da die Haut zu schonen, macht es definitiv Sinn, gerade für den Anfang solche Risshandschuhe zu tragen. Schmerz minimieren, um Technik besser erlernen zu können. Genau. Es fühlt sich jetzt ganz anders an, als sitzend mit dem Brett in der Hand. Wie fühlt es sich anders an? Nicht so einfach. Nicht so einfach. Es ist nicht die perfekte Größe für meine Hand, finde ich. Da kannst du jetzt den Riss, dem Riss viel vorwerfen, aber er ist wie er ist. Woher kommt das Zögern? Du vertraust deinem Fuß nicht oder sind es die Hände? Nicht. Du weißt es ein bisschen nicht. Weil es ist für die Füße ist er ein bisschen zu schmal. Mhm. Für die Hände ein bisschen zu breit. Zu breit? Okay. Ich fühle mich nirgendwo bombenfest. Während wieder bei den Füßen. Mhm. Dafür müsste es hier ein bisschen dicker sein. Mhm. Und für die Hände auch. Nee, der Riss ist mir zu schmal für dich, oder? Ja. Genau. Ich muss richtig arbeiten. Da darf sich die Annika freuen. Dann ist es für dich wahrscheinlich gut. Also ganz konkret, ich kriege den Daumen hier nicht so gut an der Hand vorbeigeschoben. Mhm. Nur die Daumenspitze guckt so ein bisschen an der Hand vorbei. Ja. Ich will aber eigentlich lieber so sein. Aber so bin ich nicht. Aber das kriegst du nicht hin bei der. Ja. Genau. Und wenn man mal außen steht? Das alte. Dritter steht und die Fußtechnik mal beiseite lässt. Klar, man kann es auch vereinzeln. Also du kannst auch mal nur. Ja. Ich isoliere mal. Machen, ich probiere mal nur die Grifftechnik. Du legst dich auch intuitiv oder jetzt so auf die linke Seite. Das heißt, du kombinierst es so ein bisschen mit dem Piazzen, aber nur ein kleines bisschen. Und was du auch noch nicht machst, weil du dich, glaube ich, einfach noch nicht sicher fühlst an den Handklemmern, ist die Hände zu überkreuzen. Das heißt, du schiebst gerade immer die Hände so ein Stück weit nach oben. Und so einen wirklichen Zug traust du dich noch nicht. Aber vielleicht kommt es noch, wenn der Riss ein bisschen breiter wird. Okay, jetzt kann ich eigentlich nichts mehr sagen. Jetzt ist er breit genug an der Stelle. Genau. Dann schau mal, ob du es dich jetzt traust, den Körper frontal vor dem Riss zu halten. Nicht mehr so zur Seite zu lehnen. Also ich kann's, ab hier kann ich es nicht mehr auf den Riss schieben. Der ist nämlich jetzt hier eigentlich perfekt für meine Hände. Gut. Mach mal zu. Es hat geholfen, die Tritte mit zu benutzen. Es ist zu viel auf einmal. Was machen die Füße? Was macht die linke Hand? Was macht die rechte Hand? Das isoliert anzugehen hat schon Sinn gemacht. Man kann ja nicht erwarten, wenn man das erst irgendwie nicht so häufig, also noch nie geübt. Ich habe es ja immer nur, ach Mist, hier ist ein Riss, ich muss jetzt ein bisschen klemmen. Das kann ja nicht sofort perfekt funktionieren. Naja, ich meine, bewertet ist jetzt der Riss mit 7+. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon ein schwerer Riss, meinst also, du? Also ja, und also ich glaube, 7+ ist es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich schwerer. Und wenn du dir überlegst, wenn du das erste Mal klettern gehen würdest und du würdest so auf Anhieb halt eine 7+, durchsteigen, das wäre schon auch irgendwie krass. Das ist besser, Daumen rein oder Kleinfinger voraus für dich in der Breite? Es fühlt sich jetzt, solange ich noch auf dem Boden stehe, noch nicht nach einem großen Unterschied an. Ich merke nur, dass ich meine Füße nicht so weit reinkriege. Da sind die Zehen auch ziemlich aufgestellt, oder? Ja, ich glaube, ich probiere mal andere Schuhe aus. Schon tiefer rein, oder? Mit den Füßen. Ja, viel tiefer. Mhm. Noch Knie weiter nach außen drehen und tief wirklich reinstecken. Genau, der linke sitzt super. Oh, wow, ja, das war gut. Genau. Schauen, ob du den rechten auch so sauber platziert kriegst. Jawohl, besser.
glaube ich, noch einen Ticken tiefer reingegangen. Gut. Genau. Jetzt wird der Riss unangenehm breit. Ja, jetzt ist es für dich nicht mehr Hands, sondern wird weiter, oder? Weiter als Hands. Mhm. Also jetzt hatte ich... Da fängt es für mich an, ein Handriss gut zu werden. Ja. Genau, so da wird's unterschiedlich. Für mich jetzt ganz au, das war ganz ungemütlich. Faust passt aber noch nicht, oder? Nee. Faust quer geht noch nicht. Aber vielleicht drehe ich jetzt mal die Hand um. Also so, ich habe das Gefühl, da kriege ich noch mal ein bisschen... Das Verdrehen, ein bisschen mehr Druck. Was du gerade auch noch relativ stark machst, ist immer, dein mich Körper lehnen, wandert von rechts nach links. Ja. Und dadurch fällt es dir oft schwer, den Fuß zu platzieren, weil du gerade für die Hände links sein möchtest und dann den rechten Fuß aber nicht so weit gedreht bekommst, dass du den tief genug reinkriegst und dann ist er nicht sauber platziert und fühlt sich nicht so gut an. So. Du machst auch sehr große Schritte. Versuch mal, ob es vielleicht kleinere Schritte nicht besser werden. Das ist eine Sache der Fingerkraft. Und ich habe so das Gefühl, sobald ich, also ich kann mich quasi, dadurch, dass ich mich ein bisschen reinlehne, kriege ich gut Druck drauf. Und sobald ich dann quasi aber versuche, frontal hochzugehen und zu tauschen, wird es dann schwieriger, weil dann verliert die Hand ein bisschen Druck. Ja, also man wenn du dich so zur Seite lehnst, dann ist es ein Piazzen, aber nicht, dass ich die Finger oder den Seitgriff mit den Fingern habe, sondern drücke ich den Handballen halt viel mehr in die Position. Und, das Handballen-Piazzen quasi. Was würdest du sagen, wo bist du platt, wo ist es anstrengend? Hier, in den Fingern. Fingern. Ja, also wirklich hier. Und ich habe fast das Gefühl, so ein bisschen auch von den Gelenken, weil ich habe ja eben die Finger so gestreckt, also fast schon. Ja. Es drückt halt immer die Finger in die falsche Richtung so ein bisschen durch. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So dadurch, dass hier der Druck dagegen geht, drückt es halt. Eben, dass man hat es nicht so wie sonst immer beim Klettern und da sind die Muskeln und Gelenke stark, sondern man muss so und dann so Druck aufbringen. Und da quasi ist es bei mir noch so, dass ich quasi keine Spannung in den Fingern habe. Ja. Das ist, biegst du einfach durch. Sondern mir biegt halt die Finger durch. Mhm. Und dadurch tut es dann an den Gelenken, fängt es an weh zu tun. Ja. Das ist, glaube ich, gerade so mit das Hinderlichste, dass da wahrscheinlich eine spezielle Fingerkraft eigentlich noch fehlt. Ja, ja. Es hilft auch, dass man durch den Risssimulator, durch die Bretter, quasi weiß, was theoretisch geht. Mhm. Also wo das eigentlich das Bombenfest sein kann. Also es gibt einem ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Ja, so. Und eben diese... Dadurch, dass man die Muskeln mal so angespannt und die Finger und Gelenke mal so sortiert hatte, wie man weiß, so fühlt sich's gut an, habt ihr dann ja auch irgendwie gesagt, nachdem ihr mich erstmal nur skeptisch angeschaut habt, dann irgendwann doch, Wir stoppen jetzt mal, wie lange du brauchst. Sollen wir Schätzung abgeben? Was meinst du, wie viele? Also hast du auf jeden Fall Sekundenbereich, eine Minute. Wobei, es ist ja jetzt mit der Kamera, die im Weg ist, eine zusätzliche Schwierigkeit, um die du drumherum musst. Vielleicht erhöhe ich auf 33. Darf ich? Dann kriege ich sie. Ich sage 27, du sagst 33, weil die GoPro im Weg ist. Okay, darf ich Hände und Füße vorplatzieren oder? Ja. Ab Verlassen des Bodens wie beim Speedklettern. Genau. Okay. Piep, 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 piep. Zack! Okay. 23,69. Dann hätte ich ja bei den 24 bleiben sollen. Vor allem hat dich nur der obere Teil ausgebremst, wo es so richtig breit wird. Also eigentlich, also die Rissbreite, da kletterst du in 15 Sekunden hoch. Man kann halt auch, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Flow. Ja. Die Bewegung ist so standardisiert, ich muss auch nach meinen Füßen nie schauen, weil ich weiß immer genau, wo der Tritt ist. Ja. Genau unter mir und deswegen patsch, kann man patsch, da so patsch, schnell patsch, sein. Patsch. Ja. Jo.
Genau, ist eigentlich schön. Rissklettern, die richtige Sportart für Leute, die nicht gerne sauber treten. Ne? Weil man einfach tack, wenn tack, man so tack, möchte. Tack, 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 ja.